Ja, wer hätte das gedacht, dass ein Virus, eine Epidemie eines der schwarzen Schwäne ist, die für die Aktienmärkte durchaus relevant werden könnte? Und das eigentliche Problem ist derzeit, dass die Aktienmärkte eigentlich nicht so wirklich viel Erfahrung mit Epidemien haben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Das SARS-Virus 2002, 2003, das ist vielleicht eine Bezugsgröße, aber der Unterschied ist doch, dass erstens jetzt eine wahnsinnige Reisewelle ja eingesetzt hat. 400 Millionen Chinesen, die auch aus Wuhan, wo dieses Virus wohl von einer Schlange, zumindest von Tieren, übertragen wurde, so die neueste Erkenntnis, dass die natürlich jetzt reisen. Man hat jetzt Fälle festgestellt, Verdachtsfälle in Schottland, in Kanada. In China wird sicherlich nach dem Wochenende die Zahl noch mal deutlich nach oben schnellen. Und der entscheidende Faktor ist, wie weit ist die geografische Ausbreitung des Virus und vor allem, was wird sozusagen mit dem Konsum passieren? Denn das ist die Achillesferse, um die es hier geht. Es ist sozusagen nicht das Problem, dass einige Leute versterben, so schlimm das natürlich ist. Aber normalerweise für die Börse nicht so wirklich relevant. Da ist man sehr nüchtern in dieser Hinsicht, sondern es geht darum, was das Ganze auf den Konsum oder für den Konsum bedeutet. Die Leute werden weniger reisen, weniger konsumieren. Das ist sozusagen das Problem. Und schauen wir uns mal das an, was die Deutsche Bank dazu sagt. Und die hat da eine sehr erhellende Analyse vorgelegt. Die sagt eben, es kommt auf die Verbreitung an, auf die geografische Verbreitung. Das ist einer der zentralen Aspekte. Und man zeigt hier einen Vergleich mit dem SARS-Virus 2003. Da ist Chinas BIP ein bisschen eingebrochen, vor allem der Einzelhandelsumsatz eingebrochen, aber das Ganze war eher kurzlebig. Das Problem ist eben nicht nur jetzt diese Reisewelle, sondern die globale Vernetzung insgesamt im Jahr 2003, fast 20 Jahre her. Da war eben die Interaktionen in der Welt, auch mit China vor allem, deutlich geringer. Und das ist jetzt sozusagen natürlich ein perfekter Sturm mit dieser Reisewelle, weil einfach die Dinge sich dadurch potenzieren ohne Ende. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Schauen wir uns mal an, was hier vielleicht zentral ist, nämlich die Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus. Und nach einer neuen Analyse dürfte jetzt eben dieses neue Coronavirus sich schneller verbreiten. Es ist offenkundig weniger tödlich, also es sorgt für weniger Todesfälle, aber es verbreitet sich eben schneller. Hier sehen wir den Coronavirus, hier SARS, dunkelblau und türkis, SARS-Virus in Hongkong und in China. Da sehen wir, dass die ganze Kurve so ein bisschen langsamer gegangen ist. Jetzt aber eben immer mehr Meldungen über die Verbreitung dieses Virus. Und wie gesagt, der Konsum ist die entscheidende Größe. Was wird das bedeuten, wenn jetzt zum Beispiel dann in europäischen Ländern oder in den USA oder wie jetzt in Kanada immer mehr Verdachtsfälle kommen, die sich dann auch als wirkliche Infektionen mit dem Coronavirus bestätigen? Das ist der entscheidende Punkt. Schauen wir mal an, was sich China aus der Geschichte gemacht hat. Man hat, das wollte ich nicht zeigen, man hat insgesamt jetzt 7 Städte schon in Quarantäne versetzt. Das ist nicht nur Wuhan, wie schon heute Morgen, sondern Huanggang mit 7,5 Millionen Einwohnern, auch nicht gerade klein. Zhejiang, Guangzhou, insgesamt jedenfalls sind da nochmal 12 Millionen Chinesen dazugekommen, die jetzt praktisch unter Quarantäne leben. Die Frage ist, was machen die denn, wenn die jetzt von den Neujahrsfestlichkeiten, wo sie dann meistens irgendwo in die Provinz gereist sind, wenn die wieder zurückkommen wollen? Können die das? Können die das nicht? Jedenfalls sind jetzt etwa 23 Millionen Chinesen schon direkt betroffen, die praktisch in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Und die Tendenz geht ja ziemlich steil. Heute Morgen war es nur Wuhan, jetzt sind es 6 weitere Städte und Regionen, die eben eine solche totale Quarantäne verhängt haben mit Blockaden von Straßen etc. etc. Also das ist schon ein Faktor. Die Amerikaner haben interessanterweise eine Reisewarnung veröffentlicht von 2 auf Stufe 3 und haben dann aber 2 Stunden später gesagt, oh, das war ein technischer Fehler. Wir wollten gar nicht die Reisewarnung von Stufe 2 auf Stufe 3 anheben. Sehr, sehr seltsam jedenfalls. In der Summe ist es das, was natürlich ein großes Thema ist an den Märkten. Aber generell gilt, die Stimmung war eben sehr, sehr bullisch und die Märkte riefen nach einer Korrektur und das Virus ist natürlich ein Anlass für eine solche Korrektur. Wir haben hier die AAII-Umfrage, so muss es heißen, praktisch eine Umfrage unter amerikanischen Privatanlegern. 45,6%
Es sind bullisch, der Durchschnitt ist normalerweise bei 38%, schon signifikant drüber, nur 24,8 Bären, normalerweise knapp über 30%. Es gibt Überbewertungen an allen Orten und Fronten. Hier diese Grafik zeigt es auf. Da sind wir in 8 von 11 Sektoren beim S&P 500, sind wir in der absolut obersten Perzentile, was die Bewertungen betrifft. Es gibt nur drei Sektoren, wo das nicht mehr ist oder stärker ausgeprägt ist als etwa in der Tech-Bubble. Und das sind vor allem hier Healthcare-Aktien, also Gesundheitssektor-Aktien, die könnten jetzt interessant werden. Das ist Energie vor allem, aber hier Sachen wie Utilities, Consumer Staples, Consumer Discretionary, natürlich auch Tech und so weiter. Die sind teilweise bei 99, wenn auch vielleicht auch teilweise auch bei 100%, also waren noch nie in Relation zu ihrem Umsatz höher bewertet als derzeit. Und irgendwann ist dann eben auch mal die Zeit für Gewinnmitnahmen. Wir sehen interessante Dinge etwa beim SOX, beim Semiconductor-Index. Der ist ja nach oben geschnellt ohne Ende in letzter Zeit. Und es gab eigentlich immer einen relativen Gleichlauf zwischen diesem SOX und dem globalen PMI, also dem globalen Einkaufsmanager-Index-Industrie. Klar, weil Semiconductors, also Chips, werden natürlich global gebraucht und fallen unter den Bereich Industrie. Hier sehen wir, dass eigentlich, wenn dieser Semiconductor recht hätte, der ISM-Index in den USA bei 60 stehen müsste. Wir sind aber deutlich unter der 50er-Marke, also im schrumpfenden Territorium. Und es gibt eine Theorie, die besagt, naja, das ist Huawei, denn Huawei fürchtet weitere Begrenzungen und Beschränkungen durch die US-Administration und hat deswegen im Vorfeld gekauft, was man kaufen kann, um eine Zeit länger überbrücken zu können, falls eben der Bann sich ausweitet, womit Huawei offenkundig rechnet. Wenn diese Käufe wegfallen würden, dann wäre das ein ziemliches Problem. Wir hatten gestern nachbörslich Zahlen von Texas Instruments, die waren, naja, okay, die Aktie jedenfalls leicht im Minus aus dieser ganzen Geschichte rausgekommen. Heute nachbörslich kommt IBM. Schauen wir uns die ganze Geschichte in die Charts an. Was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100. Wir sehen hier diese Bewegung gleich zur Kassaeröffnung, dann nach unten. Da war schon so ein bisschen, naja, Gewinnmitnahmen waren da hier der Fall. Dann ging es wieder rauf, wieder runter, wieder rauf. Also man sieht, man ist da schon ein bisschen nervös. Das Ganze auch natürlich beim Dow Jones, die Charts von Capital.com. Der Dow Jones insgesamt schwächer ja als der Nasdaq auch heute wieder. Wir haben den S&P 500 jetzt bei 3.313 Punkten. Was macht der DAX aus der ganzen Story? Der war ja gestern noch auf einem Allzeithoch, ist dann, wie ich gestern formulierte, glorreich gescheitert. Heute schließt er auf dem tiefsten Stand seit zwei Wochen, auch wenn nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Aber es ist eben doch ein Fehlausbruch bisher, der sich bestätigt hat. Der DAX muss möglichst schnell über dieses Allzeithoch, das bei 13.640 Punkten lag. Wir haben Euro-Dollar aktuell bei 1.1048 runtergekommen. Weniger wahrscheinlich wegen der EZB. Wir hatten heute die Aussagen von Madame Lagarde, der Eule im Schafspelz, könnte man sagen. Die hat im Grunde nichts gesagt und hat alles, nämlich diesen Strategiewechsel, den sie vorher angekündigt hat, hat sie gesagt, ja, das dauert noch, da werden wir noch dieses Jahr brauchen. Also da ist eine Verschiebung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Wir sehen Dollarstärke heute insgesamt. Wir sehen, dass die Anleiherenditen nach unten kommen. Wir sehen, dass Gold steigt ein bisschen, 1566 aktuell. Und wir sehen Crude Oil, dass sich erholt hat ein bisschen nach dem vorherigen Fall auch heute, nachdem die Lagerbestände überraschenderweise gesunken waren, statt zu steigen. Das hatte dann den weiteren Abverkauf etwas gemildert erstmal, aber jetzt sind wir wieder an der 55er-Marke, die wir heute schon unterschritten hatten. Also diese Korrektur ist überfällig. Die Frage ist, wie weit geht sie? Es ist ein Stück weit unbekanntes Terrain. Was passiert, wenn wir Ansteckungsfälle in mehreren Ländern jetzt haben, jenseits von China? China war damals 2003 eben von diesem SARS-Virus betroffen, aber es war praktisch auf diese Region begrenzt und damals war eben viel weniger Interaktion. Jetzt diese Reisefälle, das ist wirklich ein schwarzer Schwan sondergleichen. Wir werden wahrscheinlich bald neue Zahlen dann aus China bekommen. Das wird ein Faktor und natürlich wird ein Faktor auch sein, wo, in welchen Ländern, wie viele Fälle hier auftreten. Es kursieren inzwischen Videos von Menschen, die regungslos auf dem Boden liegen.
im chinesischen Internet. Also das sieht schon ein bisschen gefährlich aus, was da passiert. Wird spannend zu sein, wird interessant sein zu beobachten, ob diese Geschichte schnell wieder in den Griff bekommen wird oder eben nicht. Ansonsten steht jetzt die Berichtssaison im Tech-Sektor an. Das wird dann der nächste große Trigger und nächste Woche die Fed-Sitzung. Erstmal einen wunderbaren Feierabend, meine Damen und Herren. Servus und ciao.